Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hautnah, Gott mitten im Leben. Dr. Guido Baltes scheint ein Multitalent zu sein. Er ist Pfarrer, Autor, Musiker, Lehrer und als Reiseführer war er auch schon unterwegs. Ob er davon etwas am liebsten macht, können wir ihn gleich selbst fragen, denn er ist heute zu Gast. Herzlich willkommen, Dr. Guido Baltes. Dankeschön. Und machen Sie davon irgendetwas am liebsten? Nein, ich schwanke immer hin und her und daran liegt es wahrscheinlich auch, dass ich so viel Unterschiedliches mache. Ich kann mich immer nicht entscheiden. Also Sie wollen an dieser Stelle Ihr Multitalent noch nicht enttarnen? Nein. Auch wenn es nicht die eine faszinierende Aufgabe in Ihrem Leben gibt, fasziniert sind Sie, das habe ich gelesen, von Jesus. Können Sie sich noch erinnern, wie diese Faszination zustande kam? Wenn ich in meine Kindheit gucke, dann ist da ein bisschen graue Vorzeit. Ich weiß nicht, wann ich das erste Mal von Jesus gehört habe. Wahrscheinlich als Kind, obwohl ich als Kind nicht so oft in die Kirche gegangen bin. Mhm. Wirklich intensiv wurde es dann als Teenager. So mit 13, 14 Jahren, da habe ich angefangen, selber Bibel zu lesen und mich mit Jesus zu beschäftigen. Ich habe auch Leute kennengelernt, die an Jesus geglaubt haben. Und da ist das Ganze für mich plötzlich interessant geworden. Aber man fängt ja nicht einfach mit 13, 14 an, sich die Bibel aus dem Regal zu nehmen. Nein, deswegen, das hängt oft damit zusammen, wer einem so über den Weg läuft. Und bei uns war es so, dass an der Schule, wo ich hingegangen bin, da waren einige Mitschüler, die gesagt haben, wir treffen uns in den Schulpausen und wir lesen zusammen die Bibel. Und Sie? Nein. Ich war gar nicht so dagegen, weil ich kannte das, aber ich kannte das bisher nur aus dem Urlaub. Ich habe ja eben schon gesagt, ich bin nicht so oft in die Kirche gegangen. Ja. Aber ich bin manchmal in den Ferien auf christlichen Kinderfreizeiten gewesen. Okay. Und da hat man ganz viel von Jesus gehört. Und es war also nicht neu für mich. Aber für mich war das so was für besondere Zeiten im Sommer. Da kümmert man sich um Jesus, so wie andere Leute wandern gehen oder Skifahren oder so. Und wenn man nach Hause kommt, dann ist das wieder vorbei. Und jetzt waren plötzlich Leute an der Schule, die gesagt haben, für uns ist Jesus etwas, was jeden Tag im Leben wichtig ist, was auch unseren Alltag prägt, ganz normal in der Schule, im Alltag. Und das war mir ein bisschen neu. Hm. Vielleicht eine blöde Frage für Sie, weil Sie sind ja Pfarrer und kennen die Antwort. Aber Jesus, Faszination und Bibel, wie passt denn das zusammen? Also, wenn wir bei Null anfangen, Jesus war ein Mensch, der lebte vor etwa 2000 Jahren und die Berichte über sein Leben, die finden wir in der christlichen Bibel, im hinteren Teil, im Neuen Testament. Das beginnt mit vier verschiedenen Berichten über das Leben von Jesus, was er gesagt hat, wie er auf die Menschen gewirkt hat, dass er am Kreuz gestorben ist, dass er von den Toten auferstanden ist, all solche spannenden Geschichten. Und ich weiß, eine Geschichte hat sie besonders fasziniert, die Bergpredigt. Ja, wahrscheinlich nicht nur mich, sondern manche sagen, es ist vielleicht das bekannteste Stück Literatur überhaupt in der Literaturgeschichte. Also ob man nun an Jesus glaubt oder nicht. Viele zitieren Sie doch mal gerade einen Satz aus der Bergpredigt. Also zum Beispiel, selig sind die geistlich Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Ja. Das ist der erste. Jetzt fällt es uns allen wieder ein. Ja. Also das ist natürlich sehr geprägte Sprache, aber da kommt jemand und sagt, fängt also mit 8 solchen Seligpreisungen an und sagt Dinge, die überraschen. Weil, also an anderer Stelle heißt es, selig sind die Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und man denkt, wieso? In unserer Welt sind die Armen die Verlierer. Ja? Oder selig sind die, die Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Also das sind so Maßstäbe, die plötzlich ganz anders sind als das, was man so kennt. Mhm. Und so geht das in der Bergpredigt weiter. Lauter ungewöhnliche Dinge. Wenn dir jemand auf die linke Wange haut, dann auf die rechte Wange haut, halt ihm auch noch die linke hin. Wenn du, bevor du in die Kirche gehst, merkst, dass du etwas mit deinem Mitmenschen zu klären hast, dann sollst du das erstmal sein lassen, erstmal zu deinem Mitmenschen hingehen und das klären. Also ganz, ganz viele praktische Dinge für ein Leben, das anders ist, als sich das normalerweise in unserer Umwelt abspielt. Ja. Und darauf gehen ja viele Menschen positiv ein. Also
Wir kennen Politiker, die die Bergpredigt herausheben, hervorheben und zum Leitmotto ihres Lebens machen. Politische Aktionen werden damit begründet. Aber sie scheinen irgendwie weitergegangen zu sein. Sie scheinen nicht bei diesem politischen, sozialen, humanitären Aspekt der Bergpredigt stehen geblieben zu sein, sondern die Worte Jesu haben ihr Leben verändert. Kann man das sagen? Ja, würde ich so sagen. Und ich glaube, dass manchmal, wenn man nur die politischen Aspekte sieht, die sind auch da, dann blendet man manches natürlich aus. Ich glaube, mancher Politiker, der den, zum Beispiel den Satz, selig sind die Friedensstifter, gerne zitiert, ja, wenn er dann weiterliest, dann merkt er, dass in der Bergpredigt es nicht nur um das mit Zusammenleben zwischen Menschen geht, sondern auch um die Beziehung zu Gott, dass wir ohne die Beziehung zu Gott nicht leben können. Das berühmte Gebet, was viele Menschen kennen, Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Ich weiß nicht, ob das jeder Politiker so unterschreiben würde. Also dieser alternative Lebensstil, den viele aus der Bergpredigt ableiten, den haben sie eigentlich auch, weil sie sind alternativ oder haben alternativ danach gelebt. An welchen Stellen ist das bis heute oder vielleicht auch ein Beispiel von damals konkret geworden? Also ich glaube, wenn man mich anguckt, bin ich gar nicht so alternativ. Ja, zumindest das stimmt. Nicht. Was in den 80er Jahren als Alternativgang, für mich war es schon so, also damals mit 14 Jahren standen damals die großen Themen, die in der Öffentlichkeit auch waren, die Abrüstungsdebatte, Kriegsdienstverweigerung, das war dann eher mit 17 Jahren ein das Thema. Unsere Generation zum Teil noch, ne? Umweltschutz, es gab die großen Friedensdemos und interessanterweise bin ich in eine Gruppe von Christen geraten, die das mit ihrem Glauben verbunden haben. Also die sind dann nach Bonn gefahren auf die große Friedensdemo, ja, und haben gesagt, wir müssen als Christen da auch mitmachen, weil Jesus auch möchte, dass Menschen in Frieden miteinander leben. Mhm. Aber gleichzeitig möchten wir auch in unserem Privatleben nach den Maßstäben von Jesus leben, zum Beispiel in Partnerbeziehungen zwischen Mann und Frau, die ja damals, also in den 80er Jahren, dann, wo es eigentlich eher um die große Beliebigkeit ging und Freiheitlichkeit in Partnerbeziehungen. Und da haben diese Christen gesagt, nein, Jesus möchte, dass wir verbindlich Beziehungen leben, dass die Beziehung von Mann und Frau durch Treue geprägt ist, dass man heiratet. Also das war auf verschiedene Weise alternativ. Manchmal ein bisschen linksradikal, manchmal sozusagen ein bisschen konservativ. Und diese Mischung fand ich sehr spannend, weil es nicht einfach nur darum ging, dem einen oder dem anderen politischen Lager zu folgen, sondern zu gucken, was ist denn das, was Jesus sagt. Würden Sie den Bogen der Bergpredigt bis heute schlagen, indem Sie sagen, ja, in der Bergpredigt ist auch ein Lebensstil enthalten, der darauf achtet, Ressourcen dieser Erde nicht zu vergeuden? Ich glaube, wenn man genau hinguckt, schon. Also das war, glaube ich, damals nicht unbedingt ein Thema, über das Jesus... War damals noch kein Thema, aber heute? Ich glaube, wenn man hinschaut und zum Beispiel, es gibt diese Passage, wo Jesus darüber redet, dass wir uns nicht sorgen sollen. Hm. Und dann sagt er, warum? Wir sollen uns nicht Sorgen machen, was wir anziehen, weil doch Gott sogar die Lilien auf dem Felde, ja, und die Tiere sozusagen in einer Schönheit kleidet, die schöner ist als die ganze Pracht von König Salomo. So ein Satz zeigt natürlich schon eine große Liebe auch für die Natur, eine Wertschätzung, dass das sozusagen Gott hat diese Welt so gemacht, sogar die Blumen. Oder es heißt auch in der Bergpredigt, kein Spatz fällt vom Himmel, ohne dass Gott es weiß. Also da ist schon ein Gott, dem auch nicht nur am Menschen, sondern auch an der Welt gelegen ist. Jetzt faszinieren uns im Laufe eines Lebens viele Dinge. Wir fahren gerne in Urlaubsorte, die uns mal fasziniert haben. Wir hören gerne auf Menschen, die interessante und faszinierende Gedanken verbreiten. Aber manchmal ebbt das auch ab oder sehr oft ebbt das ab. Jetzt ist die Faszination Jesu damals, Sie sagen, mit 14 haben Sie zur Bibel gegriffen, heute sind Sie ein paar Jahre älter, immer noch da. Warum? Das ist eine spannende Frage, die mich auch deswegen bewegt, weil viele der Freunde, die damals mit auf dem Weg waren, dann irgendwann sich davon wieder abgewendet haben und gesagt haben, naja, als Jugendlicher ist man manchmal ein bisschen übertrieben, euphorisch. Wenn man älter wird, dann legt man das ab. Und ich glaube, das geht vielen Leuten in ihrer Lebensgeschichte so, dass man sagt, Religion ist was für Kinder und so als Jugendlicher ist man noch begeistert und dann irgendwann legt sich das. Und ich habe dann, als ich mit der Schulzeit zu Ende war und anfing zu studieren, gemerkt, ich muss jetzt nochmal eine ganz neue Entscheidung treffen. Nämlich, ob ich jetzt nur eine gewisse Begeisterung für Jesus habe
oder ob ich das wirklich als Lebensorientierung behalten möchte, als etwas, was mich bis ans Ziel bringt. Das war irgendwie nochmal ein neuer Schritt aus der Begeisterung hin in eine verbindliche Nachfolge. Dietrich Bonhoeffer hat dieses Wort auch geprägt durch ein berühmtes Buch, die Nachfolge Jesu. Und er hat gesagt, das ist eigentlich eine Lebenshaltung, die nicht nur Begeisterung ist, sondern die wirklich durchträgt im Leben. Ja. Und diese Begeisterung war auch dafür verantwortlich, dass Sie irgendwann mal gesagt haben, gemeinsam mit Ihrer Frau, ich gehe jetzt mal für 6 Jahre nach Jerusalem, nach Israel. Es war ein bisschen anders in unserer Lebensgeschichte. Also ich bin begeistert für Jesus gewesen. Ich habe ja dann angefangen, Theologie zu studieren, wollte Pfarrer werden, weil ich sage, diese Begeisterung muss auch ein bisschen Fundamente bekommen. Und im Studium habe ich meine Frau kennengelernt. Und meine Frau war begeistert auch für Israel. Ja. Sie war auch auf einer Studienreise da gewesen und hat mir davon erzählt. Und ich war ein bisschen skeptisch. Ich kannte viele Leute, die, wenn sie von Israel erzählten, immer so ganz glasige Augen kriegten und ins Schwärmen geraten. Und ich bin eher so ein nüchterner Mensch. Mhm. Und ich dachte, ich brauche das nicht. Also Gott ist in Deutschland genauso wie in Israel. Ich muss da nicht hin. Meine Frau hat mich dann überredet. Und siehe da, ich bin überrascht worden. Manchmal sollte man auf die Frauen hören, ne? In diesem Fall war das ein weiser Rat. Ja. Mhm. Weil doch in diesem Land sehr viel mehr steckte, als ich dachte. Ja. Was haben Sie in Israel gemacht? Wir gehören beide zu einer christlichen Gemeinde in Marburg, der Christustreff. Das ist eine Gruppe von Christen aus verschiedenen Kirchen und Konfessionen, die zusammenleben. Und wir hatten damals angeboten bekommen, ein Haus mitten in der Altstadt von Jerusalem, ein paar hundert Meter vom Tempelberg entfernt. Spannend, ja. Direkt an diesem alten Pilgerweg, die Via Dolorosa, also der Schmerzensweg Jesu. Da gibt es ein altes deutsches Pilgerhospiz, vor 150 Jahren von dem damaligen preußischen König gegründet. Das stand leer und man suchte Christen, die da leben und quasi an diesem Pilgerweg Jesu von Jesus erzählen. Und das ist uns angeboten worden als Gemeinde und wir haben gesagt, wir wollen da gerne mitarbeiten. Und dieses Haus haben wir für 6 Jahre geleitet. Ja. Und sind Sie in diesem Kontext, in diesem Umfeld noch mal dichter an Jesus rangekommen? Sowohl dichter ran als auch weiter weg. Also vielleicht kann man das mal erklären. Dichter ran, weil man natürlich, wenn man plötzlich in dem Land lebt, in dem das alles passiert ist, man fährt eben im Auto über die Straße und plötzlich stehen da Schilder Jerusalem, Jericho. Ja. Und plötzlich bekommen so Geschichten, die man vorher vielleicht ein bisschen gelesen hat, wie ein Märchenbuch, nochmal eine ganz neue Realität. Man merkt, hier ist wirklich was passiert. Man versteht viele Bibeltexte besser, weil man plötzlich die Kultur versteht, weil man in einem Umfeld lebt, wo zum Beispiel viele Juden leben. Und das Neue Testament spielt ja auch in einem jüdischen Umfeld. Also vieles versteht man plötzlich klarer, besser, normaler. Das kommt ein bisschen aus der Welt der Vorstellungen in die Realität. Und gleichzeitig wird einem das auch fremder, weil es anders ist als der deutsche christliche Jesus, den man so aus seinen Kirchen kennt. Ja? Und daraus resultierte dann auch ein Buch von Ihnen, Jesus der Jude und die Missverständnisse der Christen. Was missverstehen denn die Christen an Jesus? Ich habe das an mir gemerkt. Ich habe ja vorher schon Theologie studiert, ich habe schon viel gepredigt und in vielen christlichen Predigten kommen Juden vor. Jesus selber war einer. Das wissen viele Christen auch nicht. Ja, heute weiß man das eigentlich, aber wenn man vor 50 Jahren gesagt hätte, Jesus war ein Jude, da wäre man für ins Gefängnis gekommen. Mhm. Also ich habe sehr viel über Juden geredet. Also zum Beispiel, Juden sind immer total borniert und gesetzlich. Und Jesus ist gekommen, um uns frei zu machen von dieser Haltung. Juden sind unbarmherzig, Jesus ist barmherzig. Juden hassen alle anderen Leute, also die wollen alle Römer vertreiben, die hassen die Samaritaner. Es sind so klassische Bilder, die man im Kopf hat. Und ich bin da hingekommen und habe plötzlich das Judentum getroffen, viele jüdische Freunde kennengelernt. Ich dachte, die sind gar nicht so, wie ich das immer predige. Keine Pharisäer. Naja, und selbst wenn, ich habe mich mit Pharisäern dann weiter beschäftigt, wer waren eigentlich die Pharisäer? Und man merkt, die waren auch in der Zeit Jesu schon gar nicht so böse, wie wir das immer predigen. Also Jesus zum Beispiel sagt einen Satz über die Pharisäer. Er sagt, die Pharisäer und Schriftgelehrten sitzen auf dem Stuhl des Mose und lehren. Alles, was sie euch sagen, das sollt ihr tun.
Das ist ein unbekannter Satz von Jesus. In der Tat. Ja? Weil man immer denkt, die Pharisäer sind die Bösen. Ja. Ja? Aber Jesus sagt, was die sagen, ist richtig. Das Problem an ihnen ist, dass sie das oft nicht tun, was sie sagen. Er sagt also, alles, was sie euch sagen, das sollt ihr tun. Aber das, was sie tun, das sollt ihr nicht nachmachen. Und das ist kein Problem, was die Pharisäer exklusiv machen. Das geht für uns Christen genauso. Mhm. Ja? Ja. Und solche kleinen Missverständnisse, dass man merkt, aha, es geht nicht darum zu sagen, die Pharisäer sind die Bösen, wir sind die Guten, sondern zu sagen, die haben gute und böse Seiten, aber das sind die gleichen, die wir auch haben. Ja. Ja, zum Beispiel. Oder die, sagen wir noch ein Beispiel. Alle Christen sind überzeugt, dass man am Sabbat im Judentum niemanden heilen darf. Und es deswegen immer Stress gab mit Jesus, weil er hat am Sabbat Menschen geheilt. Wenn man aber in die Berichte reinguckt der Bibel, merkt man, dass Jesus nicht sagt, mir ist der Sabbat egal, sondern er sagt, passt mal auf, wenn ihr genau hinguckt, ist es gar nicht verboten, am Sabbat zu heilen. Ja? Und in der Tat, wenn man mal in die jüdischen Gesetze reinguckt, gibt es gar kein Verbot der Heilung. Mhm. Es gibt bestimmte Arbeiten, die man nicht tun darf, aber Menschen heilen gehört nicht dazu. Und so kleine Missverständnisse kann man aufklären. Ja. Statistisch gesehen liegen Sie irgendwo in der Mitte Ihres Lebens und Sie sind gut ausgebildet und haben schon einiges erreicht. Gibt es irgendwas, was Sie noch erreichen wollen, wo Sie sagen, das will ich noch schaffen? Ich habe immer kleine Projekte. Ich möchte gerne noch andere Bücher schreiben, okay. Aufsätze schreiben. Mein großes Projekt ist, glaube ich, vieles von dem, was mir im Leben wichtig geworden ist, was ich wiederum auch von Leuten gelernt habe, die älter sind als ich, weiterzugeben an die nächste Generation. Ich habe auf Ihrer Homepage, und deswegen frage ich Sie auch, den Satz gelesen, wir brauchen Botschafter der Hoffnung. Und da habe ich gedacht, naja, Botschafter der Hoffnung, da muss Herr Baltes ja irgendwie an vorderster Front stehen, wenn er diesen Satz schon auf seine Homepage schreibt. Wo sind Sie denn Botschafter der Hoffnung? Wo kommt das zum Ausdruck? Oder wie definieren Sie das überhaupt? Ja. Also das größte Vorbild ist auch da für mich Jesus. Ich glaube, dass diese Botschaft der Hoffnung für ihn ganz wichtig war. Es gibt Hoffnung für kaputtes Leben zum Beispiel. Es gibt aber auch Hoffnung für die Welt, für die großen Fragen. Also für mich sind diese beiden Bereiche immer wichtig, der ganz persönliche Bereich. Ich arbeite jetzt in Marburg in einem Umfeld mit vielen Studenten, bin selber Dozent an der Fachschule. Wir sind in einer Gemeinde, die viele Studenten hat. Mhm. Und ich glaube, dass all diese Leute in ihrem persönlichen Leben nach Hoffnung suchen. Die möchten wissen, wo geht mein Leben hin? Hat das Leben Sinn? Vielleicht auch angesichts von vielen Rückschlägen, die man hat, die Unsicherheit, ob man einen Beruf kriegt, vielleicht scheiternde Beziehungen. Viele, immer mehr Studenten kommen selber aus gescheiterten Familien, haben Zerbruch erlebt und fragen sich, wo gibt es Hoffnung, wo gibt es was Festes, wo gibt es Verbindlichkeit. Ich glaube, dass da Jesus eine Botschaft der Hoffnung hat. Und das Gleiche gilt auch für die große Politik. Ja. Ja. Frustriert es Sie, wenn Sie sagen, Menschen suchen Hoffnung, aber Sie suchen sie nicht unbedingt in Kirchengemeinden? Oder haben Sie andere Erfahrungen gemacht? Ja, das frustriert mich, ja, weil ich sehe, dass Sie woanders auch keine Hoffnung geboten bekommen. Also wenn ich gucke, was sind denn die Alternativangebote, die in einer Welt ohne Kirche angeboten werden, dann ist es Unterhaltung, Glück, Freude, Spaß, Gesundheit, alles Mögliche. Aber ganz wenige Leute reden von Hoffnung. Und ist Gemeinde, also christliche Gemeinde, für Sie per se ein Ort der Hoffnung? Ich glaube, ein Hoffnungsträger. Also niemand, also wir als Christen oder als Gemeinde sind auch nicht die Heilung für die Welt. Also manchmal, man darf sich ja auch nicht überschätzen. Mhm. Man denkt manchmal, wir haben die Weisheit gefressen. Das stimmt ja auch nicht. Christen machen jede Menge Fehler, die Kirchen haben ganz viel falsch gemacht. Aber ich glaube, wir haben eine Botschaft, wenn wir von Jesus erzählen. Die Kerngeschichte von Jesus ist ja, er hat sozusagen mitten in den Schmerz der Welt hinein sein Leben gegeben und ist dann aber auferstanden von den Toten und hat diesen Schmerz und den Tod besiegt und Schuld besiegt. Mhm. Und ich glaube, wenn wir auf diese Botschaft gucken und nicht auf das, ob wir Christen jetzt tolle Gemeinden haben oder ob man sich immer wohlfühlt in unserer Kirche, das ist ja oft nicht so. Ja? Sondern wenn man auf Jesus zeigt und sagt, da, wir glauben gemeinsam, dass da eine Hoffnung ist und wir machen uns gemeinsam auf den Weg und tasten uns dahin, manchmal besser, manchmal schlechter,
Aber wir glauben, dass da, wenn wir da ankommen, es ein guter Ort ist. Wenn wir in der Gemeinde bleiben, also in der christlichen Gemeinde, dann entdecken wir sie bei einer anderen Tätigkeit, nämlich bei der eines Musikers. Also Sie sind für Musik in Ihrer Kirchengemeinde zuständig, vielleicht nicht alleine, aber mit zuständig. Lässt sich diese Hoffnung, die Menschen suchen und die sie vielleicht in Gemeinden finden könnten, mit Musik verbinden, zum Ausdruck bringen? Ich glaube auf jeden Fall. Also auch außerhalb der Kirchen sagt man, die Musik ist etwas, was Menschen zusammenbringt und was auch Hoffnung vermittelt. Es gibt viele große Projekte. Ich denke gerade, Yehudi Menuhin hat dieses Projekt El Canto del Mundo, wo er versucht, in der Welt durch Gesang auch Menschen Freude und Hoffnung zu vermitteln. Es gibt viele solche Projekte. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass in der Kirche viel drinsteckt in der Art und Weise, wie wir singen. Das war durch alle Jahrhunderte so, dass der Gesang oft das Herzstück der Lebensäußerung war im Gottesdienst. Wir denken ja oft, Gottesdienst ist so eine Lehrveranstaltung, wie so ein Schulunterricht. Aber zum Beispiel in Jerusalem, da gibt es viele alte Kirchen, wo man in Gottesdienst geht und es wird 3 Stunden lang nur gesungen. Und man merkt etwas von dieser Lebenskraft, die da drin steckt. Also Musik als wo Musik mehr als ein Stilmittel ist im Gottesdienst? Ich glaube auf jeden Fall, es ist nicht nur ein Stilmittel oder ein Lockmittel, dass man sagt, wenn wir tolle Musik machen, dann kommen die Leute bei uns. Ja. Das muss nicht sein. Die kriegen im Fernsehen viel bessere Musik. Welche Hauptaufgabe hat Musik dann für Sie im Gottesdienst? Ich glaube, dass Musik ein Weg ist, unserem Herzen Luft zu machen. Das ist auch so beim Musikantenstadel samstagsabends. Das ist bei DSDS so. Ich gebe zu, dass ich DSDS immer wieder mit Freude verfolge. Das ist Deutschland sucht den Superstar, diese Castingshow. Und man merkt, dass Musik ganz viel wachruft in den Menschen, ganz viel auslöst an Stimmungen, an Emotionen, an wo immer wieder dieses Thema ist, steckt das drin, was mich wirklich bewegt. Und deswegen glaube ich, ist Musik auch im Gottesdienst sehr wichtig, weil dadurch Gottesdienste echt werden und nicht nur eine Veranstaltung, in der über Gott geredet wird. Ja, und Sie sind als Musiker auf dem Gebiet der Anbetung aktiv. Also Sie machen sogenannte Anbetungsmusik. Was denken Sie, für wen ist das wichtiger, für Gott angebetet zu werden oder für den Menschen, der es tut? Das ist eine gute Frage. Das kann ich so gar nicht sagen. Da habe ich mir noch nicht drüber Gedanken gemacht. Ich glaube, dass Gott das möchte. Gott lädt uns auch ein, schon in der Bibel, dass wir ihn anbeten und dass wir ihm Lieder singen. Aber ich glaube, dass es auch etwas damit zu tun hat, was wir gerne möchten und dass wir einen Weg brauchen, in unseren Herzen das auszudrücken. Einer der großen Kirchenmusiker der Geschichte, zur Zeit von Karl dem Großen, also das ist im Mittelalter sehr gewesen, lange her, der hat die ganze Kirchenmusik in Europa auf den neuesten Stand gebracht und er hat ein Buch geschrieben über Musik und er sagt, die Musik ist wie eine Brücke zwischen unserem Herzen und Gottes Herzen. Und ich glaube, das ist ein sehr gutes Bild, was er gebraucht, dass wir mit unserer Musik etwas ausdrücken, was wir Gott sagen möchten und gleichzeitig merken wir, dass Gott durch Musik auch uns anrühren und berühren kann. Ja. Also Ihr Plädoyer an alle die auf der Suche nach Hoffnung sind, wäre, kommt doch einfach mal in den Gottesdienst, zum Beispiel in den Christustreff nach Marburg. Oder auch in einen anderen Gottesdienst, aber für mich ist das wichtig. Ich habe ja in der einen Hälfte meines Lebens beschäftige ich mich mit Jesus, mehr so theoretisch als Forscher, als Bibelleser. Ich sammle Informationen, aber für mich ist es wichtig, das dann auch lebendig auszudrücken und zu sagen, ich möchte nicht nur etwas über Jesus wissen, sondern ich möchte ihm persönlich begegnen. Und dafür ist für mich der Gottesdienst der Ort. Ja. Das ist doch vielleicht mal ein revolutionärer Gedanke für den einen oder für den anderen, einen Gottesdienst zu besuchen. Vielen Dank, Dr. Guido Baltes, dass Sie heute hier zu Gast waren. Und vielleicht, bevor Sie es in den Gottesdienst treibt, rufen Sie diese Nummer an, die Sie gerade eingeblendet sehen. Und darüber können Sie ein neues Testament bestellen, wenn Sie sich mit der Frage der Bibel auseinandersetzen wollen, vielleicht selbst mal die Bergpredigt lesen wollen, dann schicken wir Ihnen das gerne kostenlos und unverbindlich zu. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschüss.